Jetzt ist die Zeit. Unter diesem Motto steht der bevorstehende Kirchentag in Nürnberg. Und auch die Synode der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau muss sich den Themen der Zeit stellen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Klimawandel, die Aktionen der sogenannten letzten Generation. Es geht um Haltung zeigen. Das Anliegen der letzten Generation, dass mehr für den Klimaschutz getan werden muss, ist absolut berechtigt. Man kann Fragen an die Formen des Protestes stellen, und das tun wir auch, ob diese Formen wirklich die Herzen der Menschen erreichen oder nicht eher den Blick auf den Protest lenken und nicht auf dass gegen den Klimawandel etwas getan wird. Nicht nur das Hier und Jetzt, sondern auch die Vergangenheit beschäftigt die Synodalen. Genau 20 Jahre nach der Einführung von Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare in Hessen und Nassau positionierte sich die Synode mit einem Schuldbekenntnis klar für queeres Leben in der Kirche. Ich war erstmal ganz berührt, dass unsere Kirche so ein Schuldbekenntnis irgendwie formulieren wollte, dass die Kirchenleitung dazu sich entschieden hat, auch das auszusprechen, dass es Verletzungen und Schuld, also dass Schuld gegenüber queeren Menschen in der Vergangenheit passiert ist, auch durch Verlautbarung der Kirche und durch Kirchengesetze. Ich selbst habe als queere Person in meiner Jugend die Kirche eher verletzend empfunden. Das hat sich aber tatsächlich in den letzten, würde ich sagen, 20 Jahren total geändert, so dass ich viel Unterstützung erfahren habe. Zum Beispiel, als ich eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen wollte. Und auch als Pfarrerin bekomme ich viel Unterstützung von Seiten der Kirchenleitung. Aber auch in der Gemeinde gehen die Menschen sehr offen damit um. Über allem steht weiterhin der Reformprozess EKHN 2030. Die Synode hat weitreichende Kürzungen beschlossen. Es muss also weiter gespart werden, auch wenn es wehtut. Was die Synode beschlossen hat in diesem AP9 ist, 7,8 Millionen Euro einzusparen. Und das ist eine Herausforderung, kann es nicht anders sagen. Wir müssen neue Dinge machen, aber wir müssen auch alte Dinge, die gut sind und die gut waren, einstellen, weil wir es einfach nicht mehr schaffen. Und das ist ein ganz schwieriger Entscheidungsprozess, das abzuwägen. Thema war auch wieder einmal die Einführung der kaufmännischen Buchführung in der EKHN. Große interne Buchungsprobleme sollen gründlich aufgearbeitet werden. Es gab aber auch Jubel für Anke Spori bei der Wahl zur Pröbstin für Oberhessen. Die Frankfurter Studierendenpfarrerin hatte sich deutlich gegen den Hungener Gemeindepfarrer Markus Kleinert durchgesetzt. Ich freue mich sehr über das Ergebnis und das Ergebnis gibt mir viel Rückenwind, jetzt mit der Arbeit in Oberhessen anzufangen. Ich freue mich, mit, glaube ich, sehr fitten Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten, die viele Ideen haben und die ich jetzt im Vorfeld als unglaublich kompetent erlebt habe. Mit einer Feierstunde wurde auf der Synode außerdem das 70-jährige Bestehen des Evangelischen Arbeitskreises für den christlich-jüdischen Dialog in der EKHN gewürdigt. Im Dialog hat sich von Anfang an zum Ziel gemacht, das Verhältnis von Christinnen und Christen und Jüdinnen und Juden nach der Shoah neu zu gestalten. Ein Thema, das auch Ulrich Oehlschläger am Herzen lag. Der Ex-Präses konnte auf der Frühjahrstagung endlich seine Martin-Niemöller-Medaille entgegennehmen, die höchste Auszeichnung der EKHN. Im Herbst konnte Oehlschläger wegen Corona nicht kommen. Umso mehr hat er sich jetzt gefreut. Ich fühle meine Arbeit gewürdigt. Ich fühle mich anerkannt und werde sie in Freude und in Ehren tragen. Es ist natürlich auch schön, dass ich wiederum mit meiner Frau zusammen mehr Zeit verbringen kann. Und von daher gesehen bin ich da natürlich auch dankbar, dass wir jetzt ein bisschen mehr Zeit für uns haben.